Block. Blob. Beste Intro ever. Ist geklaut leider von Bake. So. Brock! LP! Jetzt! Servus Leute, willkommen zurück zu Block. Mit dabei sind der Final und Hedy. Hallöchen. Moin! Die beiden Chaoten sind wieder hier. Eierhöhle. Ja, das ist wieder direkt richtig. Musst du deine Eier suchen. War ich hier schon? Nee, oder? Nee, da warst du noch nicht. Wohl war noch nie eine Eierhöhle. Boah, hier Rieseneier sind da. Boah. Warum sind da Knöpfe? Ist direkt die Hose geplatzt. Die Eier wurden zugenäht mit den Knöpfen. Oh Gott. Da sind aber viele Eier. Boah. Mehr als hier, wa? Das macht mir aber Angst jetzt. Boah, vor ein paar Tagen hätte ich fast auf eine Polizistin gekotzt. Echt? Ja. Wie hast du das? Fuck the police über eine Vulva, ey. Oh. Na geil. Weil... Moment, ich muss die Dinger dazu erst loswerden. Weil sie zum Kotzen. Nein, aber wir sind... Wo ist meine Faust? Oder ist das gutes Benehmen in Österreich? Nee, wir sind nämlich weggefahren und da sind wir über die italienische Grenze gefahren. Die ist ja bei uns nicht so weit entfernt. Und sind wir schön essen gefahren und... Weil ich es irgendwie nicht mehr gewohnt war, hinten zu sitzen, ist mir ein kleines bisschen schlecht geworden. Und da hat die Polizistin uns dann aufgehalten und wegen Ausweise gefragt und ohne Scheiß, ich hätte sie fast angekotzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Essen lag oder an diesem verkackten Wetter. Oder dass du hinten saßt wahrscheinlich. Alles. Nicht mehr abkonntest. Immer schön rausgucken, dann wird dir nicht schwindelig und schlecht. Wird's auch normalerweise nicht. Mir ist beim Autofahren noch nicht schlecht geworden, aber irgendwie... Vor allem bei dem Wetter, was hier gerade bei uns ist, da ist es kein Wunder. Der Wolf ist wetterempfindlich hoch 10. Ja, leider. Ja, wenn es zu warm ist, bin ich auch empfindlich. Da kann ich auch nicht so viel machen. Ich bin dann immer angepisst, weil es mich nervt. Nicht nur warm, es ist ja auch so schon. Mal ist es warm, mal ist es kalt. Mal schön, mal neblig, alles. Von mir aus kann es kalt und dunkel sein, ist mir egal. Ja, am liebsten wäre es kalt. Kalt ja. Und dunkel, genau. Und neblig. Mir drückt es immer noch leicht im Bauch. Aber immer noch von dem Ausflug, den ihr hattet? Ja, ich glaube ja, das ist wegen Wetterempfindlichkeit. Sowohl von uns einen Bob in eine Bahn legen, oder was? Nee, so schlimm ist es nicht, aber... Fühlt sich auch nicht besonders schön an. Ja, kann mir gut vorstellen, ja. Das kommt von Visual Novels. Er hat Schmetterlinge im Bauch, der Wolf. Block. Das kommt vom Block. Das kann auch sein. So, zu viel Eier hier. Zu viel Eier hier. Ja, zu viel Eiweiß. Wo sind überhaupt meine Fäuste? Ja, das will ich gar nicht. Musst du die auch einsammeln per Kleiderbügel. Ja, die waren doch jetzt gar nicht da. Oh, die Croissant-Schleuder hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kenn das Level gar nicht mehr so richtig hier. Aber irgendwie später bekommst du deine Fäuste wieder, das weiß ich auf jeden Fall noch. Ansonsten kenne ich das Level gar nicht. Später bald er die Fäuste. Ja, bald er die Fäuste, genau. Also das Level-Design, das ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich. LGN, vergleichbar oder ja, was? Ja, glaube ich auch, ey. Wurde alles in einen Topf geschmissen und umgerührt. Genau. Jetzt hat er nur noch ein Bein, ey, was ist das denn? Das ist ja brutal. Das muss auf dem Index, ja, aber schnell. Genau. Ich werde natürlich diesen ganzen Schwachsinn ja trotzdem immer selbst jetzt versuchen. Ja, ja. Das kann man gut schaffen ohne selbst, jetzt habe ich auch schon mal geschafft. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwelche Leute mich für verrückt erklären werden. Ja, sicher. Ah, das Spiel, das geht eigentlich ohne Safe-States. Oh, der Wolf verwendet keine Safe-States bei Block. Was war das gerade für eine Stimme? Nicht so wie Ninja Gaiden. Ja, Ninja Gaiden hast du Safe-States ohne Ende verwendet, habe ich gehört. Ja, natürlich, an jeder Ecke. Immer und immer wieder. Genau, als ob ich Safe-States verwenden würde. Das hast du jetzt weg. Bei Ninja Gaiden. Das war zu gut.
Ja, was macht das Wulf denn da, ey? Geht laufen. Ja, ich weiß, du zählst links oben. Ach so, Moment. Das ist ein Beispiel eines Flohs. Also da ist zum Beispiel ein Floh links oben. Ja, ich weiß. Da werden Flöhe angezeigt. Ich habe mir gerade Schmafu gemacht. Und ich habe gesehen, Wendy hat mir die Überraschung verdorben, weil sie hat vor kurzem ein Projekt hochgeladen, das bei mir auch auf dem Plan stand. Relativ bald sogar. Und nämlich? To the Moon. Dark Souls. Hier. Der Wolf hat noch so viel hier offen, ey. Dann fängt der mal was Neues an. Der Schlingel, ey. Und dann habe ich gehört, hier noch in Crash Dummies für LGN, von LGN. Ja, Crash Bandicoot auch 100%, da fehlt noch. Das hatte Wolf, ja. Ach ja, das auch. Leck mich. 100%? Nee, danke. Hallo, Edelstein hier. Oh. Ich dachte, Wolf ist der Ferzer. Fug. Der Fug. Na? Ah. Wie macht man das? Ich weiß gar nicht, wie man da die Gliedmaßen wiederbekommt. Das weiß ich jetzt momentan auch nicht. Ja, wie bei Saw hier, wenn Arme abgetrennt, Beine. Die Final Edition. Ja. Ja. Rock Jigsaw hier. Achso, ich brauche eine Faust dafür. Ich habe keine Faust. Aber du kannst auch mit den Beinen kannst du auch noch. mit dem Einschild. Da machst du Kick. Switching Music. Was schlüpft denn da wohl außer Eier? Hoffentlich keine Flöhe. Also Schmackis meine ich. Schmackis? Ist die Schmacki-Brutstätte hier. Ja. Schmacki weiß glaube ich noch gar nicht, dass ich das so Let's Player. Ja, guck mal. Es wird immer über ihn geredet. Schmack ja. Will und sowas. Er ist der Hauptgegner. Schmackdown und sowas. Ja, überall ist ein Floh zu sehen. Ne? Ja. Attacke! Das Schmacki das noch nicht Let's Played hat, ey. Das finde ich ja schon wieder. Das ist dreist. Da will ich ein Infovideo haben. Ja. Dass das noch nicht Thema bei der Weekly Force war. So. Ich wollte gerade sagen, da muss ein Weekly Schmacki her. Am besten dann noch mit Facecam. Ja, sicher. Hallo, so der Forcecam hier. Forcecam? Wenn schon hier, aber richtig. Mit den roten Haaren, ne? Ja. Oh Gott. Ich habe schon sein Kanalbild gesehen. Ja, da war ich empört. Ich nicht, ich bin im Ernst zu sein froh, weil das andere hat mich aggressiv gemacht. Was hat er denn vorgehabt? Das weiß ja, ich jetzt gar nicht. Ja, da haben wir über die Bilder gebastelt. Diesen verschissenen Mario-Kopf da. Ach so. Ja, ja, aber ich bastel trotzdem noch Bilder. Schon vom ersten Tag an, wo ich den gesehen habe, habe ich mich gefreut, dass wir ihn dann irgendwann wieder ändert. Und das hat er ja irgendwann gemacht. Jetzt sieht das aus wie ein 10-jähriger Junge mit Bart. Ja, aber es macht mich. Ja, aber zumindest macht es mich nicht mehr aggressiv. Das ist ja etwas. Leider Gottes macht das Kanalbild von Tsugishimaru mich auch aggressiv. Aber der wird es wahrscheinlich wohl kaum ändern. Doch, wenn der Wolf da sagt, hier, Junge. Nee, ich habe ihm schon gesagt, aber er hat mich ignoriert. Die Zirk können wir gar nicht vorstellen. Immer diese großen Let's Player, die achten auf gar nichts, was die Kleinen schreiben. Ja, also hier. Das nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen. Klein Dürzkins. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kanalbild ändert, nur weil einer was dagegen sagt. Ja, wenn du hier mit der Fährzeit mit der Fährzen drohst, hier, dann geht's aber. Ja, hier wird dann macht er das hier. Ja, sonst wird er aus YouTube weggefährt. Dieser Hedia-Ausdruck. Der Pferds-Army hier. Der Pferd. Das war von Wolf hier. Ah, achso, was bist du? Das ist meine, oder? Was? Attacke, die Biene. Achso, die Bienen kannst du, genau, die Bienen kannst du verwetten. Gegenüber die. Ja, sieht man, wie gut die funktionieren. Der Croissant hier. Attacke. Ja, die, weißt du, die funktionieren wie Dive Missile. Die müssen erstmal den längsten Weg nehmen, bevor die den Gegner angreifen. Ja, glaube ich auch. Das sind die Kompetenten. Irgendwie geht mir das Level jetzt schon auf den Sack. Genau wie das eine Level letztens, ey. Wieso geht's dir? Dieses,
vor der Spinne, ne? Dieses eine Level. Oh, ja. Ey, was ist das für ein Design, ey? Wieso geht's das hier? Ist irgendwie, das sieht aus wie so ein Worms-Level, da wo einfach irgendwas gebaut wird, so random generiert und die Würmer werden verteilt. Dann denkst du auch, was ist das denn hier? So sieht das auch aus, wie die alle so rumliegt. Da sagt der Hedy, so. Das ist ein schlechtes Level-Design hier. Das ist irgendwie komisches Level-Design. Da ist ein Schmacki. Friss den Fuß der Gerechtigkeit. Also nochmal an Schmacki, das ist nicht böse gemeint, aber du. Wir wissen ja. Ich bezweifle, dass der glaubt, dass das böse ist. Weil Flo, ne? Also ein Flo ist ja sein. Ja, ich will jetzt nicht sein Vornamen. Aber jetzt hab ich doch gesagt. Das ist das Anti-Schmacki-LP hier. Vorname ist ja alles schön und gut, aber. Nachname. Ich denke, mit Vornamen kann man nicht viel anfangen, denke ich mal. Deswegen. Ja, wenn man sagt, er heißt Flo, ja, dann ist es eben so. Reimst du sogar. Oh, Flammenwerferball. Der Flohwerfer hier. Der Pferdswerfer. Nein, verdammt. Der Pyromani. Ja. Geil, das geht. Ja, geil. Wo muss denn jetzt da hin hier? Was ist das denn? Irgendwo links oben. So, ich eskalate hier schon wieder, ey. Nein. Und dabei spielst du es nicht selbst. Ja, krieg ich jetzt schon jede Pimpernellen, ey. Nur vom Kuchen. Der Spiel macht dich aggressiv. Ja, ganz, aber hallo hier, ey. Aber Mario Kart spielen, ne? Hier, Super Mario Kart für NES. Ja, da weiß ja wenigstens, wo ich hin muss. Ja, in jede Sackgasse. Ja, das sofort. Ich nie. Das war der Forst, der hat die Sackgasse eingebaut hier. Der hat mitgewirkt beim Spiel. Der nimmt alles mit. Banden, Wasser, Teiche, alles. Der war bei, weiß nicht, nee, LGN hat es nicht gemacht, ne? Würde mich wundern, wenn der LGN das gemacht hätte. Aber auf jeden Fall hat er da mitdesignt. Der Forst. Ja, der Forst hat die Spiele entwickelt hier. Was bin ich denn jetzt? Das Level hat er designt. Ja, das ist so eine Art Troll. Kannst Banden. Du nur... Ja, wenn du, wenn du meinst, verschießen zu können, dann kommt da nur eine Fahne raus. Ja, ich bin Stone Cold Steve Austin hier. Aber ist damit mehr knallen. Auf jeden Fall halt deine Kniemaße wieder, wenn die Wirkung vorbei ist. Ja. Und da ist der Block wieder voller Einsatz. Attacke. Scheiß Bienenstock, verrückt. Bienen gegen Bienen. Auch nicht schlecht. Croissants fliegen ja auch random, ey. Und die Croissants wieder, genau. Was die geraucht haben, ey. Ja, die haben bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, Koks oder... Keine Ahnung, was sie da geraucht haben. Dieses Spiel entwickelt. Oh nein, ich hab Koks erwähnt. Nicht, dass der Part jetzt gesperrt wird, weil das... YouTube Deutschland, ne? Ja, Drogen. Du Wolf ist Österreich. YouTube Deutschland? Ich bin Austria, ne? Ja, ja, gut. In Österreich ist sowieso alles erlaubt. Das ist auch das ist ja Voraussetzung, dass man hier alles erlaubt machen darf. Ne? Keine Ahnung, warum die Deutschen so ein zartes Gesetz haben. Ja, wir sind einfach nur Weicheier deswegen. Die Gesetze sind meistens nur aus dem Mittelalter, ey. So kommt mir das vor. Ja, ja. Wie bei einer Religion, die sagt hier, du darfst nicht schwul sein oder irgend sowas. Ja, das ist ja... Oder Hexe sein. Du darfst nicht Hexe sein. Und heutzutage darf man es. Ja, dann wäre der Forst schon verbrannt worden mit seiner roten Haare. Ist die Hexe? Ist die männliche Hexe? Ja, das sind dann die Hexenmeister. Okay. Ich möchte so einen Block Continue finden. Ich möchte mal den Ausgang hier sehen. Google ihn. Da findest du bestimmt irgendwas. Google und dann VW. Block Eier. Und was ich dann für Bilder kriege, das will ich gar nicht wissen. Am besten noch bei Google VG Maps eingeben und dann hast du das Level. Block ist da auch vorhanden. Weiß ich jetzt gar nicht. 100%, aber. Da macht der Fallen immer seine Walkthroughs hier. Ja, genau, da gucke ich erstmal nach hier. Wie ist das Level? Ja. Erstmal gucken. Hallo. Erstmal spoilern, ne? Liegt da ein Tampon oder was ist das? Nee. Was ist das denn, ey? Was macht Block mit Tampons, bitte? Warum geht das nicht? Ich treffe das doch volle Kanne. Das ist eine Faust. Ja, das weiß ich auch. Aber vorhin hat gesagt, das ist egal. Nee, das ist eine Faust, stimmt. Das ist dort abgebildet. Du hast gerade vorhin noch gesagt, dass es egal ist. Eigentlich schon. Also ich hab immer irgendwie was gemacht und dann habe ich das geschafft. Mach doch. Ja, irgendwas hat er gemacht. Irgendwas habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich Knöpfe gedrückt habe. Ja, wahrscheinlich.
irgendwie Knöpfe auf dem SNES-Controller, aber... Ja, das hat's jetzt gebracht. Dann musst du irgendwie zurück und die Faust... Ich wollte gerade sagen, ich kann zurück meine Faust holen. Das ist echt blöd, designed. Ja, das ist... Schlecht programmiert hier! Ich weiß nicht, euch. Muss ich mich auch... Das sind solche Level, ey, da würde ich mich richtig drüber aufregen. Da kann die Steuerung so gut sein, aber wenn da solche Sachen immer vorkommen... Wo war denn der Kleiderbügel? Da, aber... Ja, aber das ist ein falscher. Ich glaube, weiter oben war noch einer. Nee, ganz unten war ja noch einer. Auch noch einer, ja? Boah, jetzt wieder ganz runter. Jetzt fährt's ja ganz runter. Jetzt sollte ich ganz unten sein. Wenn jetzt keiner da ist, dann aber... Dann wird abgebrochen. Da! Was ist das für ein schlechtes Level-Design? Muss das jetzt nochmal machen, oder was? Nein. Man muss doch irgendwie an seine Fäuste wieder rankommen. Vielleicht weiter oben. Vielleicht musst du noch weiter höher springen. Und dann, also wenn du jetzt an der Stelle bist. Ich weiß, ich muss einfach so gehen. Das hat mehr Style. Genau. Ja, zeig nach links. Das weiß ich. Wenn das Spiel jetzt noch eine Zeitbegrenzung hätte. Das wäre dann nicht. Das wäre echt der Aufreger schlechthin. Attacke. Ja, danke, Biene, dass du mir so geholfen hast. Immer diese Bienen. Ja, die bringt's auch voll, ey. Was macht die da? Die schwirrt nur um mich rum. Die ist einfach nur nervig. Ich glaube, die wollt dir einen Boppe stechen, ey. Glaube ich auch. Nee, da geht's nicht. Ah, ich weiß schon. Attacke! Schlecht. Boah! Boah, das hat sogar geklappt. Da waren die Praktikanten wieder am Weg. Dass Praktikanten sowas entwickeln können? Ja, vom Leveldesign her schon, aber von der Durchdachtheit des Levels nicht. Ja, da hat zuerst der Entwickler das Level designt und dann hat sich so gedacht, so, ach, ich lege mich für eine Stunde aufs Ohr. Und dann, das war die Stunde der Praktikanten, dann dachten, haben sie sich gerecht, so, der behandelt uns immer so schlecht, wir werden jetzt sein Level versauen. LJN hat das bestimmt noch bearbeitet, ey. Ja, oder ich würde mal sagen, die Praktikanten von LJN. Das läuft zu gut, das müssen wir noch ändern. Waren das nicht die Typen, die dieses Beetlejuice da gemacht haben, das Serax mal gezockt hat? Kann gut sein, aber ja. Von LGN kenne ich nur Crash Test Dummies und Spider-Man Return of Sinister Six. Also ich kenne nur dieses komische Beetlejuice da, das Serax mal gezockt hat und sich da den Arsch aufgerissen hat. Was ist denn das jetzt hier? Irgendjemand schreibt hier, weil, Okay. Das war nur irgend so eine allgemeine... Hä? Wieso kann ich nicht nach oben gehen hier? Okay. Schlecht. Na, endlich! Echt programmiert von Skype. Wer macht Skype, aktuell? LJN. LJN, genau. Die betreiben Skype. Ja, so kommt mir das manchmal vor. Das würde mich auch nicht wundern, wenn das... Oh, nee. Verdammt! Oh, das war gefährlich. Du lecker, du. Und ich habe keine Bienen mehr. Ja, jetzt werde ich Schaden fressen müssen. Und sterben. Und das Level nochmal von vorne machen. No! Aber ohne Flöhe. Ohne Flöhe. Ohne Schmackis, meine ich. Ja, der Polizist, der hätte ich nicht nur meinen Führerschein übergeben, ich hätte mich gleich auch fast so an ihr übergeben. Sah sie wenigstens gut aus, die Polizistin? Ja, sie sah gut aus. Hurra. Übergibst du dich? Hätte ich mir gesagt, das war ihre Schuld. Scheiße. Sie haben mich angesehen und ich musste sie ansehen und deswegen musste ich mich übergeben. Verpisst euch hier! Frauenzimmer hier, ne? Ja, boah, weißt du, dass die Hummeln Frauenzimmer sind? Ja, die weiblichen schon. Nicht Drohnen. Hau ab von mir. Und das scheinen aber Drohnen zu sein. Kill mich. Männchen. Boah, ja, der Block hier verloren. Ach nee, wirklich? Dunkler Start. Was ist schön?
Ich habe schon darauf gewartet. Und da sind... Oh, du musst die Spinne nochmal besiegen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Boah, jetzt das zweite Level, wenn man um den Sack geht hier, ey. Kommt wieder Glücksrad hier. Das war Block. Nee, das... Hoffentlich hat's euch gefallen. Tschüss. Tschüss.